der Wettkampf hier jetzt in Bologna war natürlich super für mich. Es war ein tolles Erlebnis. Das Training lief noch nicht ganz so gut. Dafür jetzt heute der Wettkampf mit dem Finale umso besser. Und ja, ist natürlich jetzt nochmal für die Saison für Schnellfeuerpistole für mich ein idealer Abschluss. Und jetzt kann ich erstmal die Schnellfeuerpistole ein bisschen beiseite legen. Jetzt kommt Luftpistole mal wieder auf die Tagesordnung. Ja, nach den Olympischen Spielen, nach der Goldmedaille, war es natürlich schon ein bisschen turbulent. Es ging drunter und drüber, da mal ein Termin und dort mal noch ein Interview. Hatte auch das Glück, dass ich dann noch 2 Wochen Urlaub machen konnte. Und ja, zwischendurch dann logischerweise noch die Vorbereitung jetzt auf das Weltcup-Finale hier und auch schon wieder ein bisschen die Vorbereitung auf die Bundesliga-Luftpistole. Ja, der Abschluss dieses Jahres wird natürlich auch nochmal sehr schön werden. Ich werde dieses Jahr noch meine Freundin oder meine zukünftige Frau, Sandra, werde ich jetzt noch heiraten dieses Jahr. Und zwar im Dezember, nicht in Deutschland, da wäre es ein bisschen kalt. Wir fahren in die karibischen Inseln und werden da dann noch Ende des Jahres dort heiraten und werden dann auch dort das Jahr ausklingen lassen.